Mercedes-Benz Fashion Week Berlin. Auf der Vogue Fashion Night trifft sich das Who is Who der deutschen Modebranche. Natürlich darf auch die Prominenz nicht fehlen. Unter den Gästen Jette Job, Hannelore Elstner, Dorothee Schumacher und Michael Michalski. Und auch Familie Becker lässt sich das Veranstaltungshighlight nicht entgehen. Boris fühlt sich im Fashion-Metier durchaus wohl. Es ist etwas, wo ich jeden Juli reintauere für ein, zwei Tage und dann viel lache und Spaß habe, weil ich es nicht ganz so ernst nehme. Und es ist auch eine Möglichkeit, immer wieder gute Freunde zu sehen. Einige, die in Deutschland und Berlin leben, waren da natürlich auch im Zuge des Fußballspiels. Am nächsten Tag geht es dann mit Sohn Noah zum Bebelplatz. Bei schönstem Berliner Sommerwetter fahren Vater und Sohn im Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet vor. Da lässt das Blitzlichtgewitter nicht lange auf sich warten. Boris Becker ist schon Stammgast auf der Modewoche. Nein, es hat es schon etwas wie Tradition, dass ich jeden Juli hier nach Wimbledon zur Mercedes-Benz Fashion Show nach Berlin komme. Es wird langsam, nenne ich es mal so. Aller Anfang ist schwer, aber es ist richtig. Berlin hat Stütteldorf den Rang als Modehauptstadt, glaube ich, abgenommen. Und deswegen ist es richtig, hier auf dem schönen Bebelplatz die Fashion-Shows zu haben. Ich komme gerne. Von der ersten Reihe aus haben Boris und Noah den besten Blick auf die neuesten Kreationen von L'Oréal. Der ehemalige Tennisprofi informiert sich gerne über die aktuellsten Trends, hat aber seinen eigenen Stil schon gefunden. Es ist wichtig, gerade im Alter durch Mode Akzente zu setzen. Ich möchte meine Persönlichkeit herausbringen. Ich möchte mich nicht verkleiden, also dass ich wie ein Clown aussehe. Meine Modensünden habe ich mit 20 gemacht. Ich glaube, jetzt über 40 habe ich meine Richtung gefunden. Nach der Show gratuliert Boris der Designerin backstage. Hat uns gut gefallen. Das sogar mein Sohn hat das. Ja, das hat uns besonders. Boris Becker, der Stargast im Fashion Fieber.